Wo schlägt das Herz eines jeden Mannes, natürlich nicht nur eines jeden Feuerwehrmannes, aber insbesondere eines Feuerwehrmannes höher? Das ist bei Werkzeug. Hier bei Milwaukee sehr viel Auswahl, fast alles akkubetrieben. Und der große Vorteil ist, die meisten Akkus, die hier an den Geräten sind, kann ich auch dann wieder nehmen bei unserem Kooperationspartner Weber für die Smartforce-Geräte. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass man nicht nur Werkzeug hat. Und auch da hat die Firma Milwaukee genau das Richtige. Es gibt verschiedene Leuchtmittel, mit denen man die Einsatzstelle dann ausleuchten kann. Unser Kooperationspartner Weber hat natürlich auf der Indeschutz schon die neuen Smartforce-Geräte vorgestellt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Neuigkeiten-Container und gucken mal, was noch so Neues gibt. Die Smartforce-Geräte. Dann haben wir auf meiner linken Seite natürlich noch das passende Equipment dazu. Wir haben eine Säbelsäge, wir haben Akkutrennschleife, wir haben einen Akkuschrauber, Lichter, Bedienelemente für Hebekissen. Ja, der ganz große Vorteil der Smartforce-Geräte ist, ich kann sowohl meine Säbelsäge als auch meinen Hydraulikzylinder oder meinen Spreizer mit dem gleichen Akku betreiben. Das heißt, ich habe den ganz großen Vorteil, ich habe nur noch ein Ladegerät auf dem Fahrzeug. Und wenn ich jemanden losschicke, hol mir mal einen Akku, laufe ich nicht Gefahr, dass der den falschen Akku holt, sondern es gibt dann nur noch eine Sorte Akkus, die passt dann für alle Geräte und somit ist man relativ sicher, dass dann der Kamerad auch den richtigen Akku holt. Was natürlich bei der technischen Hilfeleistung auch nicht fehlen darf, sind die Hebekissen und bei der Patientenrettung natürlich auch das Beinbord. Gerade in der jetzigen Zeit der Energiekrise, wichtiger denn je, mobile Stromerzeuger, hier von der Firma Entris, 9 KVA, momentan ein ganz wichtiges Thema. Hier das Gerät auch mit Gebäudeeinspeisung. Das heißt, im Zweifelsfall könnt ihr es euch damit auch zu Hause schön warm machen. Denn wir wissen alle nicht genau, was uns im Winter bevorsteht. Da wichtiger denn je mobile Stromerzeuger. Angekommen in der nächsten Halle. Ich denke, das hinter mir kennt ihr auch alle. Wir gehen einfach mal hin. Kommt mal mit. Hi. Ja, ihr seht Schläuche der Firma Haberkorn. Ihr wisst, wir haben auch einen eigenen Schlauch, wo sogar unser Name draufsteht. Deswegen eigentlich eine geile Sache. Wer darf natürlich auf einer Feuerwehrmesse nicht fehlen? Die Firma Träger, unser Kooperationspartner, ist natürlich auch wieder mit dem berühmt-berüchtigten Safety Car unterwegs. Wir gehen einfach mal rum, gucken mal, was es Neues gibt. Wie immer, Gasmesstechnik, den Bildschirm, wo Videos drauf laufen, hier die Wärmebildkamera, die UFC FireVista, Atemschutzgeräte, den neuen Airboss und natürlich auch den neuen Helm, den HPS Safeguard, also alles Neue am Start. Vom einen Kooperationspartner zum nächsten, hinter uns die Firma Esgard, die Firma Penkert und auch die Firma Rescue Track. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin, kommt mit. Letztes Jahr auf der Florian-Messe haben wir ja eine Competition gemacht, wo wir gegen andere Influencer angetreten sind. Zum Beispiel auch Thema Türöffnung hier an der Taktor. Wenn ihr es sehen wollt, klickt einfach mal hier oben. Ihr seht hinter mir, für das leibliche Wohl hier auf der Messe ist bestens gesorgt. Und nicht nur hier ist ein Riesenandrang, sondern auch die komplette Messe ist momentan sehr gut besucht. Natürlich ist auch die Firma Esgard am Start. Firma Esgard hat auch etwas Neues dabei. Die Jacke und die Jacke kennt ihr. Aber kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Hier quasi der Nachfolger von unserer leichten Jacke. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Die Jacke mit dem Rot oder die Jacke mit dem Gelb. Der neue TH-Handschuh Trust von der Firma Penkert. Natürlich wie immer ein sehr gelungener Handschuh. Aber eines möchten wir euch noch sagen. Wir waren ja jetzt im Brandcontainer und da war der Elk Defender von der Firma Penkert im Einsatz. Und jetzt können wir es auch offiziell bestätigen, endlich nie wieder heiße Finger zu bekommen im Brandcontainer, denn einfach ein Top-Produkt. Aktuell tragen wir ja noch unsere selbstgemachten Blaulichtkanalpullis. Das wird sich aber in Zukunft ändern, denn wir haben mit der Firma FWTEX einen neuen Ausstatter für Teambekleidung, für Freizeitbekleidung. Aber die Firma FWTEX hat was ganz Tolles ins Leben gerufen, nämlich die Firma FWTEX Junior.
Und zwar geht es dabei um Klamotten für Kinder- und Mini-Feuerwehren. Finde ich persönlich ganz cool. Auch wir haben mittlerweile upgraded vom Fire Eagle auf den Fire Eagle 2.0. Den könnt ihr auch hier auf der Messe bei der Firma Hikes am Stand kaufen. Ganz großer Vorteil hier, ihr könnt ihn hier anprobieren, könnt schauen, welche Größe ist genau die richtige für euch. Und vielleicht gibt es auch noch einen kleinen Messerabatt. Die Firma Ziegler war ja leider nicht auf der Inderschutz. Dafür sind sie hier vertreten, haben einige Neuheiten mitgebracht. Wir haben ja auch schon viele Videos mit der Firma Ziegler zusammen gedreht und gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was die Firma Ziegler Neues dabei hat. Auf dem Rollcontainer die neue Tragkraftspritze Ultra Power der Firma Ziegler. Einfach wesentlich leichter, wesentlich smarter, schneller aufgebaut. Der Traum eines jeden Feuerwehrmanns. Wer würde nicht gerne in seiner Feuerwehr einen Unimog haben oder gerne mal einen Unimog fahren? Aber natürlich ist auf der Messe nicht nur die Firma Ziegler als Fahrzeughersteller vertreten. Auch die Firma Wiss oder andere Firmen wie Magirus sind natürlich da und stellen ihre Fahrzeuge hier aus und ziehen die Massen natürlich an, denn Fahrzeuge begeistern immer die Leute. Ganz großes Thema, gerade dieses Jahr, Thema Waldbrand. Natürlich gehen die Hersteller auch mittlerweile vermehrt darauf ein, deswegen Fahrzeuge wie ein Waldbrand-TLF hier zum Beispiel auch zu sehen. Aber es gibt nicht nur den einen Hersteller. Ich denke mal, mittlerweile ist jeder Hersteller auf dem Weg, irgendwie Waldbrand-TLFs zu bauen und irgendwas gegen Waldbrand zu unternehmen. Ihr seht's, ausfahrbare Stützen neben mir. Was das bedeutet, glaube ich, wisst ihr alle, wenn wir uns das anschauen. Hier die Firma Brondo Skylift. Es geht hoch hinaus. Die Flutkatastrophe letztes Jahr im Ahrtal hat uns gezeigt, dass immer mehr geländegängige Fahrzeuge notwendig werden. Deswegen Fahrzeuge mit hoher Watttiefe einfach sinnvoll. Natürlich sind auf der Messe nicht nur Löschfahrzeuge vorhanden, sondern auch Einsatzleitwagen, wie hier von der Firma Selectric, auch ein ganz wichtiges Thema. Das hellste Blaulicht auf der ganzen Messe hat natürlich die Firma Rauwers. Mit der Firma Rauwers haben wir auch schon viele Videos zu vielen tollen Fahrzeugen gedreht. Aber nicht nur das, denn es gibt demnächst bei uns auch ein neues Fahrzeug. Und da ist die Firma Rauwers auch nicht ganz unbeteiligt. Aber seid gespannt, was es gibt. Natürlich stellen sich nicht nur Hersteller hier vor, sondern auch die kommunalen und ortsansässigen Hilfsorganisationen stellen sich vor. Hier das ASB mit der Drohnenstaffel. Hinter uns die Johanniter Dresden, die Polizei Dresden. Also auch hier wird Werbung gemacht für das Ehrenamt oder für die Berufe. Auch wenn die Messe Florian heißt und der heilige St. Florian eigentlich der Schutzpatron der Feuerwehrleute ist, so gibt es hier hinter mir natürlich auch die Landesverstärkung Sachsen des Deutschen Roten Kreuzes. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was sie so dabei haben. Wie ihr hier neben mir seht, hat das Deutsche Rote Kreuz auch einen geländegängigen KTW. Auch wieder die Flutkatastrophe im Ahrtal hat es gezeigt, solche Fahrzeuge werden in Zukunft höchstwahrscheinlich auch bei uns in Deutschland immer wichtiger. Dieses Fahrzeug hier hinter mir habt ihr schon mal gesehen, als wir beim Generalsekretariat des Roten Kreuzes waren. Wenn ihr es einfach sehen wollt, das Video, klickt mal hier oben. Nicht nur zu Land ist das DRK aktiv, sondern auch zu Wasser, hier mit dem Jetski. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, ob wir demnächst mal wieder was auf dem Wasser machen sollen, zum Beispiel mit der Wasserwacht. Wir sind wieder beim Thema Unimog angekommen. Diesmal aber nicht aus dem Rettungsdienst oder von der Feuerwehr, sondern diesmal bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat mit solchen Unimogs letztes Jahr bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel Amtshilfe für den Rettungsdienst geleistet. Auch hier baugleich mit solchen Fahrzeugen, wie man vielleicht auch auf dem Bild erkennen kann, sind sie durch meterhohen Schlamm und meterhohes Wasser gefahren. Aber die Bundeswehr stellt nicht nur ein Fahrzeug aus, sondern, kommt mal mit, die Bundeswehr informiert hier auf der Messe nämlich auch über ihre Ausbildung und über die Laufbahn, die man bei der Bundeswehr nehmen kann. Also auch ein Stück weit Werbung für sich selber, für den Nachwuchs, dass ihr einfach informiert seid, welche Jobs oder was kann ich überhaupt bei der Bundeswehr beruflich erreichen. Auch die großen blauen Autos sind hier, das THW ist natürlich hier auch am Start. Wir bekommen von euch sehr, sehr oft die Frage, wann können wir denn endlich mal mit Videos vom THW rechnen.
Ich kann euch sagen, das war tatsächlich vor Corona schon mal ganz weit geplant. Da kam uns dann leider Corona in die Quere. Aber mittlerweile ist es soweit, wir haben sowohl mit dem THW als auch mit der Bundeswehr einige Drehs geplant. Seid also einfach gespannt, da wird in Zukunft sehr viel kommen. Du hast deinen eigenen Job hier am Start. Erzähl uns doch mal, was du hier alles anbietest. Alles über Feuerwehrschutzhandschuhe, Krisenvorsorge, Outdoor-Zubehör. Alles, was es hier gibt, ist bunt gemischt. Hat sich so nach und nach immer weiter erweitert, das Sortiment. Wird auch immer mehr. Das, wonach die Leute halt fragen und was sie so brauchen. Und ihr seht es auch, der Mike ist auch dabei. Die beiden haben das gleiche T-Shirt an. Beide sind auch Messebotschafter der Florian-Messe. Ja. Was macht ihr denn als Messebotschafter der Messe und wie ist euer Fazit zur Messe? Also erstmal Fazit, Messe ist mega geil und was wir hier machen, wir sind schon seit Tag 1 dabei, wir haben auch den Aufbau ein bisschen gefilmt und wir laufen hier von Stand zu Stand, versuchen immer die Highlights ein bisschen einzufangen. Wir können natürlich nicht zu jedem Stand und bestimmt haben wir auch ein oder andere Highlight verpasst, aber die Dinger, die man unbedingt sehen muss, die filmen wir dann halt einfach, stellen sie ins Internet, damit auch die Leute, die jetzt nicht zur Messe kommen können, sich das trotzdem anschauen können, weil es ist ja für alle Feuerwehrleute und Rettungsdienstler interessant. Die Messebotschafter haben wir euch gerade schon gezeigt, aber nicht nur die sind hier am Start, sondern auch der Rico vom Blaulichtmagazin. Der Rico macht auch qualitativ sehr hochwertige Videos über die Messe. Der große Vorteil und das ganz Schöne auf solchen Messen ist natürlich immer, Leute zu treffen, die man schon jahrelang kennt, mit denen man sehr gut zurechtkommt, mit denen man sich immer qualitativ auch sehr hochwertig austauschen kann. Auch wenn es, ich sag mal, das Gleiche ist, was man irgendwo macht. Nichtsdestotrotz versteht man sich sehr gut, kann über alles vernünftig miteinander reden und kann einfach auf den Messen auch eine schöne Zeit haben, sich einfach mal wieder austauschen. Fällt um und dann muss etwas passieren. Okay, hier, da kommt schon jemand. Wir sind nämlich hier auf der Messe in Dresden, in der Halle 4 am Stand der Feuerwehr Dresden. Ja. Ich glaube, ja, rütteln Sie und schütteln Sie die Person mal bitte am Oberkörper, ob sie reagiert. Reagiert sie? Die Person reagiert nicht, nee. Okay, atmet die Person. Prüfen Sie das bitte. Wie soll man das denn prüfen? Ja, legen Sie mal das Telefon zur Seite, machen Sie den Lautsprecher bitte an. Ja. Und legen Sie mal Ihren Ohr über den Mund und die Nase. Hören Sie, ob die Person atmet, sehen Sie, ob sich der Brustkorb hebt. Atmet sie? Die Person atmet nicht, nee. Ja. Machen Sie Folgendes. Einer rückt an die Person an die linke Seite ran. Die Brustwarzenlinie, Oberkörper, machen Sie frei. Ja, auf der Mitte des Brustkorbes sind die Brustwarzen. Dort stellen Sie bitte beide Hände ordnungsgemäß übereinander und ich werde Sie jetzt zur ersten Hilfe anleiten. Wir machen jetzt eine Reanimation. Ich zähle dafür Sie mit und Sie drücken schön eine Zigarettenschachtel tief rein. Und eins, zwei, tiefer. Eins, zwei, so 5 bis 7 Zentimeter. Immer 100 Mal die Minute möchte ich Sie jetzt dazu animieren, da die Reanimation durchzuführen. Zweimal eine Atemspende über den Mund machen. Wie gesagt, der Rettungsdienst ist unterwegs, Sie machen das wirklich prima. Herzdruckmassage, stopp und Sie beatmen bitte. So, für alle anderen, Sie sehen, es wird also geführt, das Gespräch. Der Leitschirm des Benzins ist ja nicht. 1, 2, 3, 4, mittlerweile trifft der Reduzierer sein. Was passiert 9, jetzt? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sieht man die Augen 18. auf? Mundraum ist frei. Ist der Rettungsdienst da bei Ihnen? Ja, der Rettungsdienst ist jetzt vor Ort. Gut, dann übernehmen die Kollegen vor Ort. Das haben Sie ganz prima gemacht. Alles Gute. Dreimal sehe ich jetzt vom Rettungsdienst. Was machen die jetzt? Der RTW ist jetzt angekommen, der hat jetzt den Patienten vom Ersthelfer übernommen. Die Feuerwehr als Unterstützung. Genau. Die Feuerwehr trifft ein. Der Gruppenführer vom HALEF mit dem Teamleiter von dem Rettungsteam. Ich sage jetzt mal, Maßnahmen, die wir gleichzeitig durchführen bei so einer Reanimation. Oberstes Gebot ist das die Herzdruckmassage. Die Herzdruckmassage. Ihr seht jetzt im Hintergrund die Feuerwehr Dresden mit ihrer Abschlussübung hier für die Florian-Messe. Dort reanimationspflichtige Person. Einfach hier das Team versucht jetzt die Person schnellstmöglich zu behandeln und schnellstmöglich in ein Krankenhaus zu liefern. Die Messehallen werden wieder leerer. Die ersten Hersteller oder Aussteller fangen schon an einzuräumen. Aber alles in allem kann man sagen, wieder eine sehr gelungene Florian. Eigentlich wie jedes Jahr, dieses Jahr auch mit wesentlich mehr Besucher als die letzten Jahre. Also was heute hier am Samstag los war, war echt der Wahnsinn. Auch die ganzen Kooperationspartner von uns bestätigen das, dass es einfach wieder eine Wahnsinnsmesse war, eine sehr gelungene Messe.
Dem können wir uns eigentlich nur anschließen. Von daher, ein Besuch auf der Florian-Messe in Dresden lohnt sich eigentlich immer. Deswegen sind wir auch schon das dritte Jahr in Folge da. Von daher, kommt einfach nächstes Jahr auch wieder und wir sehen uns. So viel von uns zur Florian-Messe 2022 hier in Dresden. Man merkt, die Leute wollen nach Corona wieder mehr sehen. Es kommen wieder mehr Besucher, die sich auch fachlich interessieren. Wenn ihr hier oben klickt, findet ihr unser Video von der Florian 2021.